Oh, Geldanlagen, das ist ein großes Thema. Also natürlich kann man noch Geld im Euroraum anlegen. Dann hat man zumindest kein Währungsrisiko. Wenn ich jetzt nach Amerika gehe oder nach Asien, dann steckt ja immer auch noch ein Währungsrisiko in der Anlage, nicht? Aber die Welt ist groß und der Euroraum ist nun nicht durch besondere Dynamik gekennzeichnet, sodass man also vielleicht dann doch überlegen sollte, in der weiten Welt, in wachstumsstärkeren Regionen zu suchen nach Anlagemöglichkeiten. Ja, Deutschland steckt ja in einer großen Krise. Wir wachsen nicht mehr. Wir wachsen langsamer als alle anderen OECD-Länder, wenn wir überhaupt noch wachsen. Und die Probleme, die sich daraus ergeben für die Stabilität der Gesellschaft, sind enorm. Denn wenn alles wächst, dann kann man Verteilungskonflikte leichter lösen. Also was müsste man machen? Das sind keine kurzfristig wirkenden Maßnahmen. Deutschland hat enorme Probleme im Bildungsbereich. Wir haben die Schulen vernachlässigt. Wir müssen die vielen Ausländerkinder besser integrieren, indem wir eine Vorschulerziehung für alle verpflichtend machen, sodass sie auch früher an die Sprache herangebracht werden. Die duale Ausbildung muss verstärkt werden. Das findet ja überhaupt noch keinen Anklang bei den Zugewanderten. Sodann, meine ich, müssen wir an den Sozialstaat ran und nicht mehr so viel Geld fürs Wegbleiben ausgeben, sondern fürs Mitmachen, nicht? Der Staat soll natürlich Leuten helfen, die nicht so produktiv sind, dass sie von ihrer Hände Arbeit leben können. Aber er könnte ihnen ja einen Zuschuss zahlen, den sie bekommen zusätzlich zu ihrem Lohn, statt als Bedingung dafür, dass ein Geld gezahlt wird, die Nichtarbeit zu setzen. Und dann leider auch das große Thema der Energie. Die Energiepreise, die Strompreise in Deutschland sind die höchsten auf der ganzen Welt. Und das liegt daran, dass wir einen Sonderweg gegangen sind. Wir haben die Atomkraftwerke, die nun billigen Strom liefern, alle abgestellt und haben sie durch grüne Anlagen ersetzt. Die grünen Anlagen können aber nicht alleine die Energie versorgen, weil sie viel zu flatterhaft den Strom liefern, nicht mal ist ganz viel Strom da und manchmal ist gar keiner da, je nach Wetterlage. Und dann brauchen wir die konventionellen Anlagen immer noch gleichzeitig als Gegengewichte. Die einen müssen hochgehen, wenn die anderen runtergehen und gegenläufig halt. Und das bedeutet, dass wir zweierlei Typen von Anlagen gleichzeitig brauchen und damit einen extrem teuren Weg der Energieversorgung gewählt haben. Viel teurer als das, was wir hatten. Und die Folge ist, dass energieintensive Branchen jetzt das Weite suchen. Als nächstes würde ich sofort diese komischen EU-Vorgaben bekämpfen. Insbesondere das Verbrennerverbot, welches der deutschen Automobilindustrie so massiv zusetzt. Das ist ja nicht so, dass VW und andere den Markttrend verschlafen hätten, sondern es sind ja politische Vorgaben. Das, was man konnte, nämlich tolle Dieselmotoren zu produzieren, die in die ganze Welt verkauft wurden, das ist ja jetzt verboten. Das muss man sich mal vorstellen. Also jedenfalls für den europäischen Markt ist es verboten. Und damit hat man die deutsche Industrie ins Mark getroffen. Also die Schwäche der Automobilindustrie zusammen mit der Schwäche der anderen energieintensiven Sektoren, Stahlproduktion, Chemieproduktion, das erklärt jetzt aktuell und akut einen großen Teil der Standortprobleme, die wir in Deutschland haben. Und das kann man alles rückgängig machen, weil das ja durch politische Fehlentscheidungen hervorgerufen wurde. Ich würde Nein sagen, wenn ich einen Anruf bekommen würde, was unwahrscheinlich ist, Finanz- oder Wirtschaftsminister zu werden, dann würde ich das strikt ablehnen, denn ich bin kein Politiker. Die Politiker müssen anders gestrickt sein. Die müssen das Geigenspiel beherrschen, schöne Stimmungen erzeugen. Und ich bin ein Wissenschaftler. Ich versuche rational zu argumentieren. Und damit kommt man aber politisch nicht so immer
sehr gut durch, ja, weil viele Leute sich einfach von den Stimmungen treiben lassen, statt nachzudenken. Gut. Dank.